Ich habe mich auch beispielsweise, also in der Vorbereitung, also der Omikron-Welle, habe ich mich ziemlich gut eingelesen und habe sehr früh gesagt, dass Omikron harmloser verläuft als die Delta-Welle. Also viele Wissenschaftler gesagt haben, auch klingende Namen, es wäre doch so nah wie möglich an der Delta-Welle. Das ist also daher, also ich erinnere so etwas sehr genau und ich versuche das präzise zu beschreiben. Was wir wissen, ist, dass also die Variante sehr viele Mutationen hat. Sie unterscheidet sich also stark von Varianten, die wir schon kennen. Wir müssen davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich sowohl etwas ansteckender ist, als auch den Impfungen entkommen kann. Somit von allem, was wir bisher wissen, müssen wir mit einer besonders gefährlichen Variante rechnen. Der Expertenrat war sehr klar darin, wie also gravierend die Welle sein wird, die wir hier erwarten müssen. Ist auch sehr klar darüber gewesen, wie gefährlich Omikron ist. Ist auch sehr klar darüber gewesen, dass wir hier sogar einen Schutz der kritischen Infrastruktur also vornehmen müssen. Ist auch sehr klar darüber gewesen, dass wir jetzt nicht ausschließen können, dass die Omikron-Variante ähnlich schwer verläuft, also wie die Delta-Variante. Das sind alles sehr klare Aussagen und auch keine Aussagen, die also Grund zur Freude oder zur Entwarnung machen. Ich warne davor, Omikron zu unterschätzen. Also selbst wenn Omikron im Vergleich zur Delta-Variante nur halb so viele Hospitalisierungen bringen würde und beispielsweise ein Viertel so viele Intensivpatienten, das sind Studienergebnisse aus Kalifornien von der Berkeley University, die also in diese Richtung hinweisen, dann würde das trotzdem für Deutschland bedeuten, dass wir bei dem Verlauf der Welle noch mal eine massive Belastung der Intensivkapazitäten und auch der Krankenhäuser allgemein, aber auch der kritischen Infrastruktur erwarten müssen. Und habe sehr früh gesagt, dass Omikron harmloser verläuft als die Delta-Welle. Und habe sehr früh gesagt, dass Omikron harmloser verläuft als die Delta-Welle. Hauptsache, was zu erzählen, ob es stimmt, ist scheißegal. Für eine gute Story verdrehst du Tatsachen gerne mal. Doch irgendwann kommt immer die Wahrheit ans Licht. Dann stehe ich vor dir und spuck dir ins Gesicht. Fick dich, dreckiger Lügner. Was glaubst du, wer du bist? Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.